What's up, Party People? Willkommen zum NPBL-Spieltag 5 Teambuilding. Jo, letzten beiden Wochen kam ja nichts, weil ich da zwischendurch noch im Urlaub war und ich deswegen zeitlich da ein bisschen Probleme hatte. Diese Woche kommt wieder eins und ja, diese Woche geht's gegen den Werten OG, DNZ, OG, Dennis, keine Ahnung, wie den Namen richtig ausspricht, tut mir leid. Und sein Team, die Chico Squad. Schon mal Ehre dafür, ich bin ja riesiger Gewaltro-Fan. Ja, sein Team besteht aus Primarene, Liberlo, sehr wohl in der männlichen Form. Alola, Vulnona, Drift, Zeppeli, Torek, Head, Mizunda heißt Gaunux, Sandama, Alola, Viscogon, Branavarts, Barrikadax und Lamellux, dem geilen alten Pilz. So, also, ich sehe hier am ehesten, also den Chaos Servo plus einem der anderen User, eher Drift, Zeppeli, sehe ich auf jeden Fall. Ja. Gegen meinen Regenchor kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Branavarts dabei ist. Wobei auch theoretisch Hydration Visuron da gut Work machen kann gegen. Oder eben auch einfach trifft Zeppeli, wenn es im Feld drin ist. Der ist ja schneller als Kamalm. Leider. Ja, sonst, was sehe ich noch auf jeden Fall? Baumas gegen Dracozolt, weil Dracozolt mies Work macht. Visuron ist schneller, der kann gut Schaden machen. Branavarts kann gut in den Elektro-Move reinkommen, weil der will auch so eine, werde ich die einen Step-Drachen-Move auch nicht unbedingt fressen. Und ja. Sonst, das weiß kann eigentlich mitkommen. Ich sehe halt auf jeden Fall den Unburden-Core, ich sehe Branavarts und ich sehe Viscogon. Viscogon kam auch gerade extra für diesen Spieltag rein. Ich glaube, dann sehe ich auf jeden Fall, dass der dabei sein kann. Also, wenn ich der jetzt erst diesen Spieltag reingekommen. Ich glaube, der soll Work gegen mich machen. Ich baue lieber gegen Wismar als gegen Dragapult, weil Dragapult einfach übelster Hass im Teambuilding ist, ganz ehrlich. Und ja, also, mein Team mal so, meine Water-Kombo ist wieder ganz ordentlich dagegen. Hat ein bisschen Probleme gegen das Primarene, weil der eine Steinkante von Kamalm ganz gut abfangen kann. Jedoch hat Primarene auch diverse Probleme gegen mein Team. Der wird von Dracozolt mies gefixt. Das, man kann es ja anders sagen, Dracozolt one-shot den halt einfach mehrfach. Soweit ich es gerade weiß. Lanton macht auch sehr gut Work gegen den Tentantel, kommt da sehr gut rein gegen, weil Primarena ja auch keine Kraftreserven und so benutzen kann. Heißt, Tentantel ist da wirklich eine sehr gute Antwort gegen. Und ja, Liberlo, der hat halt diese OP-Fähigkeit. Folglich, der böllert halt auch abartig. Ja. Bei meinem Team, also ich habe es ist tatsächlich ein sehr ordentliches Matchup für mich. Also, ich halte schon schlechtere. Aber ich würde mal sagen, schauen wir uns mal an, wie ich dagegen jetzt vorgegangen bin. Und aufgrund von, da ich es einfach direkt komplett zeigen will, seht ihr das Team direkt komplett. Und zwar hier. Also. Gehen wir mal durch. Wir haben oben links die Rain-Combo. Die kennt man ja schon mit einem Eissturm und Rückenwind auf Polypa für ein bisschen Speed-Control. Kehrtwende hat sich im Endeffekt im Teambuilding gegen Scald durchgesetzt, weil ich einen Move haben wollte, nämlich vielleicht auch mal was anderes reinholen kann, weil das macht man mit Pilipper sehr gut machen. Der ist gut bulky, vor allem wenn er noch so viel defensiv ist. Man hat noch den Focus-Go drauf, also mit dem kann man auch mal gut was reinholen. Niesel brauchen wir natürlich dann für unser Wassertempo. Wir können es natürlich auch mit Kamalm in der Dynamax rausbringen, aber ich will lieber safe gehen. So, Kamalm dann hat ein hartes Wesen, ist im Regen schneller als alles, vor allem dadurch, dass Triggerpult nicht mehr drin ist, konnte ich auch ein bisschen umdisponieren, weil jetzt Liberlo das schnellste Mon ist und nicht mehr dieses verdammte Triggerpult. Ja, Aquadurchstoß, viel Ender, Steinkern und Schuppenschuss. Aquadurchstoß, allgemein um den Step Wassermove zu machen und tierisch mal selbst in den Regen rauszubringen. Viel Ender ist extra für Servol, weil ich dieses Ding loswerden will. Ich hasse es mit Servol auch noch zu sehen. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon zum vierten Mal so gegen Servol gebaut. Ganz ehrlich, Leute, könnt ihr nichts anderes picken? Ganz ehrlich, what the fuck? Ich glaube, das Einzige, was heute hier gepickt wurde, als Servol war Smogmog. Und er pickt meine Rain-Kombo noch mehr. Please! Rafft euch! Ja, jedenfalls, ja, noch Steinkern haben wir dabei. Können wir schon mal den Sand rausbringen, wenn wir mal ein bisschen mehr Bulk auf unserem Kamalm brauchen. Der kriegt ja plus 1,5 Spezialdefensive, vielleicht sogar plus 2, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir kriegt den Boost eine spezielle Defensive mit der Steinkante. Und am Ende haben wir ja noch den Schuppenschuss. Der Schuppenschuss ist noch dabei, damit wir Viscogon Schaden machen können, weil, sag mal so, der Drachenwurf ist der beste, den wir für Viscogon haben.
Und nebenbei kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht eine Anti-Eisbeere spielt, extra, dass er Kamallen besser abwehren kann. Und deswegen will ich lieber den Drachenruf spielen, weil der da ein bisschen hidden ist. Also ich glaube, will ich eher, dass er den Eismove als den Drachenmove sieht. Schuppenschuss nebenbei noch, wenn wir aus der Dynamo rauskommen, sich damit meinen Speedboost holen, wenn irgendwas Lowes gegenübersteht. Was auch mal ganz praktisch sein kann, weil Speed Control ist immer gut. Oder auch Speed Boosting ist immer mal praktisch. Und ja. Das war's mit Kamal. Ich habe außerdem bei den Tantel das falsche Wesen drin, sehe ich gerade. Der hat ein pfiffiges Wesen normalerweise. Moves Eisenwalze, Blattgeißel, Säurespray und Dampfwalze. Eisenwalze ist mal wieder dabei, um Felder zu zerstören, weil Felder absolute Kacklappen sind, die bei jedem kleinen Stahlmove zusammenbrechen, würde ich mal sagen. Und ich hasse es, gegen Felder zu spielen, vor allem gegen Psychofeld, weil einfach dieser eklige Psycho-Spam. Ich hätte Zubiris und Giratax, aber die haben beide eine Fairy Weakness, heißt, weil Sachen wie Servo, die auch einen Zauberschein haben, die fressen von dem dann auch. Und nebenbei übrigens, wenn euch irgendwie so eine Rauschmeldung auffällt, ich habe eine Klimaanlage nebenbei an, weil es hier einfach unerträglich ist unterm Dach. Ganz ehrlich. Ja, also ich habe Ventilator und Klimaanlage, weil ich sonst hier oben lettisch sterben würde. Ja, Blattgeisel haben wir hier oben allgemein einen Pflanzenmove zu haben. Er hat viele Mons, die normal effektiv von einer Pflanze getroffen werden oder auch sehr effektiv, zum Beispiel Primarine, will, wenn das Ding dabei ist, will ich unbedingt Blattgeisel dagegen drücken können. Dass es schon mal safe ist. Dann haben wir den Säurespeier. Säurespeier ist eigentlich nur dabei, damit ich mich einfach, so dass sie wissen, und zum Beispiel so weit schon mal weaknen kann, dass zum Beispiel eine Flächenmacht von Psyana den komplett aus dem Leben bumst. Und dann haben wir die Dampfwalze zum bisschen Speed Control haben, weil, ja, den Tantel, der kann man ein bisschen runterslowen, das ist ganz praktisch dann. Und dann noch die Anti-Feuerbeere, die Koako-Beere, um Flammenwürfe, Feuerstürme oder Feuerschläge oder auch Pyrobälle von gewissen Kackhasen etwas besser abfangen zu können. Ja, next one ist Psyana. Der ist zwar ein bisschen anfällig dann für diverse Stahlmonster wie Sandama, der eh keinen Schwertzeff hat. Folglich, wir böllern mies. Das einzige Mal, was im japanischen Team schneller ist, ist Liberlo. Und ja, wenn Liberlo da reinkommt, will ich eh nichts machen, weil Psyana verreckt einfach gegen den Pyroball. Oder auch gegen den Sucker Punch, aber whatever. Ja, vielleicht mal Psychoshock. Psychoshock haben wir noch dabei für Viscogon. Falls ich den Säurespeier nicht drauf bekomme, will ich den wenigstens physisch treffen können. Und weil der ja eine deutlich bessere Spätzle war als Fist, ich habe irgendwie Spätzle, hat der irgendwie eine 150er Base. Es ist abartig, was der speziell defensiv aushält. Den kannst du speziell defensiv in so viel reinwerfen. Auch mit EV ist der komplett brainless. Holy shit. Also ja, ich will ihn hitten können. Einmal die Staffette, wenn ich mal mit Psyana rausgehen will aus einem Matchup und dabei nicht unbedingt direkt hier und dabei ein bisschen Control haben will auf generische Switches. Also das ist schon praktisch, wenn man halt sowas hat. So wie bei Pelipper eben auch, dass ich mir irgendwas reinholen kann. Also wenn ich mal Kamam reinholen will, kann ich das mit Psyana ganz gut machen, weil zum Beispiel, wenn da hat er irgendwie einen Kampfmon. Wäre mein bestes Beispiel, ein Scheiße. Lass mal's. Mir fällt ja kein gutes Beispiel ein, deswegen lass mal's. Auf jeden Fall kann es zwar ganz praktisch sein. Next one ist Dracozor und der soll dieses Mal hard carryen. Kann der auch machen? Wir haben die EV drauf und das Großteil des gegnerischen Teams ist speziell Primarine, Servol, Vulnona, Gaunux, Viscogon, Branavarz und Lamellux, alle speziell offensiv. Trifft sich, habe ich glaube gerade vergessen zu nennen. Auf jeden Fall ist er auch speziell offensiv. Heißt, mit der EV können wir auch deutlich mehr tanken. Nicht so wie vor 2 Wochen gegen Kentakio, als unser Dracozor einfach von der Flechtmacht gewonshottet wurde, auch wenn die von Simsala kam und Simsala mies böllert. Der 130 Spezialangriffsbase oder 135, der drückt. Ja, Schockschnabel, Breitseite, Steinhagen und Fußkick. Mit Schockschnabel haben wir unseren typischen Set, den man auf Dracozor halt spielt. Der eben auch viel im gegnerischen Team gut treffen kann. Der Gegner hat nur mit Branavarzen, Mon, was da reinkommt. Der Rest wird fast komplett normal für die Flammen getroffen, außer Viscogon, für den wir eine Breitseite haben. Breitseite eben ein Move, der einmal eben der Step-Drachen-Move für die Dynamax ist, wenn wir mal mit Dracozor da reingehen. Und nebenbei noch ein Move, für den wir mal die Attack-Werte bei ihr senken können, wenn sowas wie Liberlo mal drin ist. Steinhagel haben wir dann eben auch für Liberlo, für Drift Zeppeli, für Mons, die nerven.
Damit wir einfach noch einen Steinmove haben. Theoretisch auch mal den Sand rausbringen können, wenn Kamal mal ein bisschen Support braucht. Und dann haben wir noch den Fußkick, falls wir unseren Attack boosten wollen, was auch mal ganz praktisch sein kann. So, dann haben wir den Hard Support, der ich aus Wesen verrafft habe. Der ist eigentlich still, der Junge. Wir haben hier einen Togetic mit Glückspilz, mit Zauberschein, Lichtschild, Lebenstropfen und Spotlight. Wie gesagt, Zauberschein, alle Support-Moves. Mit Lichtschild können wir einmal gegen eben Sachen wie eine Flächenmacht von Servul ein bisschen mehr aushalten, weil der Move einfach drückt. Es ist nervig. Legit einfach nur nervig. Dann haben wir auch Lebenstropfen drauf, um unsere Monster ein bisschen hochzuheilen. Der heilt ja alle Monster auf dem Feld vom eigenen Team auf 25%, was ganz praktisch ist. Und am Ende haben wir noch den Spotlight. Spotlight dann, um gegnerische Moves auf unser Togetic umzuleiten. Damit zum Beispiel ein Kampfmove von Togetic, von Livelo, nie auf Kamal und auf den Tante geht, sondern auf Togetic. So, ich würde sagen, jetzt habe ich hier ein bisschen Speedrun-Teambuilding gemacht. Ich muss gleich noch den Kampf aufnehmen. Also, auf jeden Fall, wir kämpfen gleich. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim Kampf. Das sehen wir, wenn wir übrigens ein bisschen später kommen als sonst, weil ich den Kampf jetzt erst Samstagabend aufnehmen kann. Und ja, das ist ein bisschen kritisch, weil ich mein Teammate schon hochgeladen habe, wenn der Kampf noch nicht mal hochgeladen ist. Oder weil ich den Kampf noch nicht mal aufgenommen habe, weil sonst kann ja natürlich OGDNZ einfach hier aufs Video drauf gehen. Und gucken, was ich so eingepackt habe. Das war dann zum Beispiel auch, weil ich eine AEV auf Draco Sword spiele. Oder Weakness Policy auf Kamal. Folglich, wenn ein bisschen später kommt, das wird wahrscheinlich irgendwie jetzt heute Abend kommen oder so. Richtung 23 Uhr kann sehr gut sein. Und ja, deswegen würde ich sagen, freu dich auf den Kampf. Der wird safe ziemlich geil, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ich gehe jetzt nachher noch Champions League gucken. Und freue mich dann morgen auf eure Kommentare auf dem Kampf. Bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen dann eben und ciao.